Nächster Redner ist der Kollege Heidkamp für die Fraktion der AfD. Und solange wir hier vorne noch desinfizieren, darf ich Ihnen sagen, dass eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, der Fraktion der Freien Demokraten und der Fraktion DIE LINKE, erneutes Impfdesaster umgehend abstellen. Impfterminvergabe barrierefrei sicherstellen, Drucksache 204988. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Kollege Rudolph, bitte. Danke schön, Herr Präsident. Die Fraktionen von Linken, FDP und SPD haben diesen dringlichen Entschließungsantrag eingebracht. Heute ist bei Hessenschau zu lesen und gibt es hunderte von Kommentaren, wo Leute entsetzt sind. Es klappt nicht, wir haben ein Impfdesaster und deswegen sind wir der Auffassung, das muss hier und heute im Landtag diskutiert werden. Wir beantragen, als letzten Tagesordnungspunkt heute diesen dringlichen Entschließungsantrag aufzurufen. Gestern wurde vollmundig angekündigt, alles bestens in Hessen. Die Realität ist eine andere. Und heute und hier ist das Forum, das zu diskutieren. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es spricht nichts dagegen, das in diesem Plenum zu behandeln. Wir sind auch der Meinung, dass wir das morgen tun. Wird man auch entsprechend Zeit hat, sich vorzubereiten. Im Übrigen, das, was der Kollege Rudolph anspricht, ist ganz interessant. Die ersten Einträge auf dieser zitierten Seite waren um 9 Uhr. Da sprach man von stundenlangem Versuchen, obwohl die Hotline erst ab 8 Uhr geöffnet war. Das ist jetzt ganz zufällig so gewesen, aber hat vielleicht doch eine gewisse Tendenz, die man dort erkennen kann. Aber man kann darüber reden, man muss darüber reden, dann machen wir es morgen am Ende der Tagesordnung. Kollege Felstehausen. Sehr geehrter Herr Kollege Bellino, das überrascht mich jetzt tatsächlich doch ein wenig. Wenn Sie nach den Diskussionen, die wir hier in den letzten Tagen hatten, heute immer noch nicht sprachfähig sind, dann frage ich mich tatsächlich, welche Zeit für Vorbereitung wollen Sie eigentlich noch in Anspruch nehmen? Es ist doch ein Thema, was wir die gesamte Zeit über, es hat uns gestern beschäftigt, es hat uns heute beschäftigt. Dieser Antrag ist tatsächlich jetzt an dieser Stelle dringlich und wir sollten ihn heute tatsächlich auf die Tagesordnung nehmen und nicht irgendwo am Ende einer Sitzung irgendwo parken in der Hoffnung, naja, jeder hat schon seine Koffer gepackt und keiner berichtet mehr drüber. Jürgen Lenders. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich weiß gar nicht, warum hier so eine Aufregung und so eine Hektik entsteht. Ich glaube, dass der Kollege Bellino zu dem Antrag und zu der Platzierung dieses Antrages alles gesagt hat. Wir haben heute den Impfstart gehabt, es gibt verschiedene Rückmeldungen, es sind auch schon über 20.000 Termine vergeben worden. Das sollte vielleicht an dem Punkt auch erwähnt werden. Ich glaube, dass wir eine Tagesordnung vereinbart haben und am Ende dieser Tagesordnung, das ist morgen am Schluss, können wir diesen Antrag gerne aufrufen und dann können wir dazu gerne auch diskutieren. Hat vielleicht auch den Vorteil, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir dann wissen, wie der Tag heute dann auch mit der Vergabe der Termine gelaufen ist. Und dann haben wir vielleicht, können wir einen Strich drunter ziehen und können schauen, wie das Ende dann ausgegangen ist. Und deswegen hat der Kollege Bellino das richtig gesagt. Wir bejahen die Dringlichkeit, das ist so, aber wir sagen, dass wir das morgen am Ende der Tagesordnung machen. Kollege Lenders. Dann stimmen wir ab. Ich fürchte, dann müssen wir das abstimmen. Die Frage der Dringlichkeit ist offensichtlich bejaht. Das müssen wir nicht strittig abstimmen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Dann stelle ich der weitergehende Antrag, ist aus meiner Sicht, das am Donnerstagabend zu machen. Das heißt, wir würden über den weitergehenden Antrag zuerst abstimmen lassen. Ich lasse über den Antrag abstimmen, das am Donnerstagabend aufzurufen. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, der Linken, FDP und AfD. Tja, muss ich jetzt auszählen. Schätze ich mal. Dann darf ich mal darum bitten, wer jetzt dafür gestimmt hat, den bitte ich um aufzustehen. Also CDU und Bündnis 90 Die Grünen bitte ich aufzustehen. Eieiei, das von hier aus. Ach du liebe Güte.
Also, was ist, Herr Bellino? Wir sind mitten in der Abstimmung. Ja, wir sind in der Abstimmung. Ich erlaube mir dennoch die Frage, ob, wie das üblich ist, gegongt wurde. Denn wir haben ein klares Verfahren vereinbart, dass wir am Ende der Tagesordnung die Abstimmung machen. Wenn jetzt aus populistischen Gründen das geändert wird, dann ist das wenigstens geboten, dass man entsprechend gongt. Kollege Frömmrich, dann müssen wir leider zur Abstimmung kommen. Bitte schön. Herr Präsident, die Geschäftsordnung sagt meines Wissens auch, dass wir zwischen beim Aufruf einer solchen Abstimmung und zwischen der Abstimmung dann auch eine kurze Pause machen, damit die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben. Ja, natürlich. Also, Herr Kollege Rudolph, ich weiß gar nicht, warum Sie da so rumlachen. Ich halte das für keinen guten Stil, aber das ist der Stil, den der Herr Kollege Rudolph immer an den Tag legt. Andern wirft er immer vor, wenn sowas ist, aber er selber benimmt sich wie der Letzte. Ich glaube, dass in der Geschäftsordnung hinterlegt ist, dass wir zwischen dem Aufruf und zwischen der Abstimmung eine Pause einlegen, damit die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, in den Plenarsaal zu kommen, und dann stimmen wir das ab. Und so bitte ich auch zu verfahren. So, Kollege Frömmrich, vielen herzlichen Dank. Die Regelung nach der Geschäftsordnung ist, dass wir vor namentlichen Abstimmungen aussetzen und nicht vor anderen Abstimmungen. Ich will aber trotzdem hinzufügen, Herr Kollege Rudolph, wir haben verabredet, dass wir abends Abstimmungen machen. Insoweit ist das schon durchaus diskussionswürdig, aber Sie haben Abstimmungen beantragt. Es wird jetzt auch abgestimmt, und deswegen treten wir die Abstimmung. Ich frage, wer für die Annahme des Antrages ist, die Abstimmung am Donnerstagabend durchzuführen, den bitte ich aufzustehen. Ach so. Ah ja, ihr zählt mit, ihr macht einfach mit. So, eins, zwei. Ach, das ist ja furchtbar. Ach du liebe Güte. Leute, wer zählt denn hier mal mit? Herr Direktor, bitte mal mitzählen. Eins, zwei, das geht so nicht. Also Leute, so, wer ist gegen den Antrag? Das ist aus meiner Sicht die Minderheit. Gut, alles klar, dann machen wir das. Dann zählen wir das jetzt aus. Dann nehmen wir uns die Zeit. So, bitte. Naja, entschuldigen Sie mal bitte, Frau Wissler. Jetzt mal eins hier zum Verfahren. Wir vereinbaren, dass abends abgestimmt wird. Und jetzt wird hier auf diese Art und Weise eine Abstimmung durchgeführt. Sie bringen damit auch mich in die Bredouille, hier durch Aufstehen solche Verfahren zu machen. Das ist nicht in Ordnung. Das will ich in aller Klarheit sagen. Deswegen, Frau Kollegin Wissler, ich will Ihnen eins sagen. Nein, ich nehme jetzt auch keine Wortmeldung mehr entgegen. Ich lasse das jetzt endgültig auszählen. So. Das von hier vorne in dieser Art und Weise auszuzählen. Nein, ich will Ihnen das mal sagen, Frau Kollegin Wissler. Deswegen entnehme ich diese Kritik auch so nicht entgegen. Das in dieser Form hier vorne so auszuzählen, ist eine echte Zumutung. Eine echte Zumutung. So, also, wer dafür ist, bitte aufstehen, die anderen setzen sich wieder. Dann zähle ich das jetzt aus. Bitte, Herr Kollege Rudolph will auch noch was sagen. Bitte schön. Präsident, ich habe Sie gar nicht angegriffen, deswegen müssen Sie mich nicht agitieren. Wenn schon der Kollege Frömmrich zum wiederholten Mal die Geschäftsordnung falsch auslegt, machen wir dann, wenn Sie ausgezählt haben, beantragen wir eine Sitzung des Ältestenrates. Weil wenn hier schon falsch zitiert wird und Dinge behauptet werden, die nicht stimmen, dann klären wir das jetzt mal im Ältestenrat. Das Virus hat nämlich keine Zeit, aber das haben noch nicht alle mitgekriegt. Okay, so machen wir es. Ich wollte Sie gar nicht angreifen, Herr Kollege Rudolph. Das klären wir untereinander, Frau Wissler, und dann kommen wir auch wieder zusammen. Bitte, wer für den Antrag ist, das am Donnerstagabend auszusehen, bitte ich aufzustehen. Alle anderen, Kameraleute etc., Sie müssen leider da weg, sonst kann ich hier nicht zählen. Auch Sie mit der Kamera, Sie müssen leider dort weg, sonst kann ich nicht zählen. Alle, die nicht Abgeordnete sind, bleiben jetzt bitte nicht im Plenarteller. So, jetzt zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
haben dafür gestimmt, haben die Regierungsbank mitgezählt. Jetzt darf ich Sie bitten, sich zu setzen. Und wer dagegen ist, das am Donnerstagabend zu machen, den bitte ich aufzustehen und so in den Plenarteller zu kommen, dass ich das sehen kann. Leute. Eins, Herr Kaffenberger, bleiben Sie stehen, ich habe Sie schon gezählt, sonst zähle ich Sie noch mal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 52. Bitte? Was war, das heißt, der Antrag ist abgelehnt. Enthält sich jemand der Stimme? Leute. Enthalten hat sich niemand der Stimme. Kollege Frömmrich, und dann werden wir den Ältestenrat durchführen. Kollege Frömmrich, bitte, Sie haben das Wort. Herr Präsident, das Ergebnis zweifeln wir. Herr Präsident, das Ergebnis zweifeln wir an. Ich bitte erneut auszuzählen. So, wir werden jetzt folgendes Verfahren machen. Ich bitte die Beisitzer, Herr Tepi dorthin, bitte, und der Kollege Lotz dorthin. Ich werde jetzt so abstimmen lassen, dass Sie durch Türen hinausgehen und abzählen. Ich kann hier in diesem Plenarsaal unmöglich ein ordentliches Ergebnis ermitteln. Bei dieser Sitzordnung, in dieser Situation, ist ein ordentliches Ergebnis nicht zu ermitteln. Das heißt, diejenigen, die dafür stimmen, dass der Antrag am Donnerstagabend stattfindet, verlassen den Saal durch diese Tür, aber erst, wenn ich sage, dass die Abstimmung durchgeführt wird. Dafür darf ich den Kollegen Lotz bitten, sich vorne an die Tür zu stellen und einzeln abzuzählen, wer da durchgeht. Die da oben bitte kommen runter in den Plenarsaal. Kommen Sie bitte runter in den Plenarsaal. Ansonsten können wir das nicht ordnungsgemäß ermitteln. Dann werde ich die aufrufen, die da, dann hören Sie mir bitte zu, dann werde ich die aufrufen. Leute, also wirklich, dann werde ich die aufrufen, die dagegen stimmen. Die verlassen den Saal durch diese Tür. Da steht der Kollege Tippi und zählt. Bitte, Herr Kollege Tippi, gehen Sie an die Tür, ja, an diese Tür, und zählen Sie da später durch. Erst werde ich dafür stimmen lassen, sind alle Kolleginnen und Kollegen im Plenarsaal, keiner mehr auf der Besuchertribüne. Das ist der Fall. Die kommen jetzt, ja. Was denn? Ja. Sagen Sie noch mal, wer durch welche Tür gehen soll, wer mit Jahren. So, dass das Ergebnis. Ja. Wir haben eine Frage in der Bahnhofstraße. Ja, kann ich Ihnen jetzt leider. Ja. Dafür, dass es ein sicheres Ergebnis gibt, bitte ich jeweils noch einen Beisitzer. Herr Utter, ist Herr Utter im Saal? Herr Utter, ich bitte Sie, an diese Tür zu gehen zum Kollegen Lotz und mitzuzählen. Ist Frau Kollegin Fissmann im Saal? Frau Kollegin Fissmann, bitte ich, an diese Tür zu gehen und Herrn Kollegen Tippi mitzuzählen, dass wir ein Vier-Augen-Prinzip beim Zählen haben. Herr Kahnt will sich enthalten. Und wer sich enthalten will, das rufe ich dann zum Dritten auf. Sind jetzt alle Kollegen im Plenarsaal? Ich bitte um Ruhe. Ich bitte das, sonst können wir das nicht ordentlich machen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die dafür stimmen, dass der Antrag am Donnerstagabend aufgerufen wird, verlassen bitte durch diese Tür, auf die ich jetzt zeige, von mir aus gesehen die rechte Tür, hintere Tür des Plenarsaals, den Plenarsaal. Bitte nur die Kolleginnen und Kollegen, den Plenarsaal durch die rechte hintere Tür zu verlassen,
die dafür stimmen, dass der Antrag am Donnerstagabend aufgerufen wird. Haben alle Kolleginnen und Kollegen? Nein, noch nicht. Wer dafür stimmt, dass der Antrag am Donnerstagabend aufgerufen wird, den bitte ich, den Plenarsaal durch die rechte, also von mir aus gesehen, rechte hintere Tür verlassen wird. Das muss er dann mitzählen. Ja, ja, danke. Vielen Dank, Dr. Wink. Das ist ein kluger Hinweis, aber das muss nicht noch mehr Kuddelmuddel. Danke. Sehr nett von Ihnen. Ja, ja. So. Halten Sie bitte beim Herausgehen und beim Aufenthalt außerhalb des Plenarsaals Abstand, tragen Sie Maske und seien Sie freundlich zueinander. Sehr gut. Ha? Naja, jetzt wollen wir mal hier, also ja, ja, jetzt wollen wir aber mal vertrauen, dass Abgeordnete das ordentlich machen. So. Hat jetzt jeder die Möglichkeit gehabt, der dafür ist, die Tür durch den Plenarsaal rechts zu verlassen? Ist das der Fall? Dann schließen wir jetzt die Tür. Die Kollegen haben dort gezählt. Die Kolleginnen und Kollegen, die dagegen sind, dass der Antrag am Donnerstagabend aufgerufen wird, die bitte ich, durch die linke von mir aus gesehene Tür den Plenarsaal zu verlassen. Seien Sie so freundlich, halten Sie Abstand, tragen Sie Maske und seien Sie auch auf diesem Weg freundlich zueinander. Da weise ich nicht drauf hin, Herr Kollege. Das können wir im Ältestenrat besprechen. Ja, aber, nee, Herr Kollege. Ich würde Sie auch bitten, an der Abstimmung teilzunehmen. Ha? Ja. Freundlicherweise zähle ich mich mit. Frau Wissler, hat jetzt jeder Kollege die Möglichkeit gehabt, den Plenarsaal zu verlassen, der gegen den Antrag stimmt, das am Donnerstagabend abzustimmen. Das ist offensichtlich der Fall. So, jetzt frage ich, Moment. Jetzt frage ich die Abgeordneten, die weder rechts noch links den Plenarsaal verlassen haben, welche Meinungsäußerung Sie abgeben wollen, also ob Sie sich enthalten wollen. Das betrifft den Abgeordneten Kahnt. Der Abgeordnete Kahnt enthält sich. Enthält sich sonst noch jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Wir haben auf der Seite links, also der Stimmen, die gegen
Den Antrag sind, das am Donnerstagabend abzustimmen, 55, höre ich gerade. Auf der Seite. Und auf der anderen Seite, also die dafür sind, die dafür gestimmt haben, den Antrag am Donnerstagabend abzustimmen, 67 Stimmen. Damit ist der Antrag, das am Donnerstagabend zu diskutieren, entsprechend, Herr Tippi ist noch mitgezählt, 68, dann ist der Antrag entsprechend, das am Donnerstagabend auf die Tagesordnung zu setzen, angenommen. Ich darf jetzt die Kolleginnen und Kollegen bitten, den Plenarsaal wieder zu betreten. Bitte? Ja. So. Kolleginnen und Kollegen, seien Sie so freundlich, den Plenarsaal wieder zu betreten. Und dann machen wir Ältestenrat. Ich frage, ob das dann noch genau. Soll ich mal außen gongen? Ja. War das Mikro? So, sind alle Kolleginnen und Kollegen wieder drin? Könnt ihr mir die Zahlen bitte noch einmal aufschreiben? 68 dafür. So, folgendes Abstimmungsverhalten haben wir. 55 haben gegen den Antrag gestimmt, sind also aus der linken Tür gegangen. Und 68 haben für den Antrag gestimmt, sind also aus der rechten Tür gegangen. Ein Abgeordneter hat sich enthalten. Damit ist der Antrag abgelehnt worden. Erstens. Zweitens. Herr Kollege, bitte? Angenommen. Zweitens. Herr Kollege Lambrou, mir wurde mitgeteilt, dass Sie draußen Fotos gemacht haben. Ich darf Sie bitten, die Fotos zu löschen. Ohne meine Genehmigung darf hier im Plenarbereich nicht fotografiert werden. Sie haben keine Genehmigung bei mir eingeholt. Drittens. Sofort, Herr Kollege Lambrou. Drittens. Es ist der Antrag gestellt worden, dass wir hier unterbrechen nach der Abstimmung und im Ältestenrat zusammentreten. Das werden wir gleich tun, aber ich darf erst noch die beiden Wortmeldungen dran nehmen. Herr Kollege Lambrou, bitte. Ich entschuldige mich für mein Verhalten. Mir war das nicht bewusst. Ich habe allerdings fotografiert aus rein privaten Zwecken, denn ich habe so etwas hier noch nicht erlebt. Ich hatte niemals die Absicht, wie mir unterstellt wurde, diese Bilder zu verwenden. Und ich habe erst angefangen zu fotografieren, und das finde ich jetzt wichtig, nachdem andere Kollegen anderer Fraktionen ebenfalls Fotos gemacht haben. Und ich möchte Sie bitten, Herr Landtagspräsident, dann diese Anweisung auf sämtliche Personen auszuweiten, die fotografiert haben. Ich habe damit nicht begonnen und ich hatte für private Zwecke Fotos gemacht. Denn das, was hier abging, das fand ich ziemlich einmalig. Also ich darf in der Tat darum bitten, das ist eine klare Regelung aus der Erfahrung in der Vergangenheit, die wir getroffen haben, dass ohne die Genehmigung des Präsidenten keine Fotos im Plenarbereich gemacht werden. Alle, die entsprechend Fotos gemacht haben, darf ich erstens bitten, das nicht zu wiederholen und zweitens die entsprechenden Fotos auch zu löschen. Bitte, Herr Kollege Frömmrich.
Vielen Dank, Herr Präsident. Das hat sich dann auch schon fast erledigt. Es war nicht nur der Kollege Lambrou aus der Fraktion der AfD, sondern es waren mehrere Kollegen der AfD, die das gemacht haben. Aber das spricht ja jetzt dafür, dass Sie das geregelt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Gibt es weitere Worte von Herrn Lambrou noch einmal? Ich muss mich hier noch einmal melden, denn der Herr Frömmrich erweckt indirekt den Eindruck, als ob es andere Personen aus der AfD gewesen sind. Ich möchte noch einmal wiederholen, was ich eben gesagt habe. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es haben andere Abgeordnete aus anderen Fraktionen Fotos gemacht, bevor ich auf die Idee gekommen bin, Fotos zu machen, Herr Frömmrich. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen und nicht zu relativieren. Danke. Vielen Dank, Herr Lambrou, auch für die Klarstellung. Wir werden, wenn das weiter zu diskutieren ist, das gleich im Ältestenrat weiter diskutieren. Nächster, der sich gemeldet hat, ist der Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum einen, ich vermute, Kollege Lambrou hat das privat gemacht für sein privates Facebook, damit er es entsprechend platzieren kann, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Herr Präsident, ich bitte auch die Damen und Herren darüber nachzudenken, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, direkt zu unterbrechen. Denn, und das ist sehr ungewöhnlich, ich formuliere es diplomatisch, das ist sehr ungewöhnlich, dass man in einer laufenden Debatte, und es geht ja nur um so eine Kleinigkeit wie Finanzausgleichsgesetz und der Haushaltsplan für 2021, in einer laufenden Debatte ein derartiges Zinnober fabriziert, wie das die Opposition hier gemacht hat. Und jetzt... Das hat es. Ich gehöre dem Landtag seit 2003 an und ich habe noch bei keiner Konstellation so etwas erlebt. Und vielleicht ist das heute nicht gerade die Sternstunde dieses Parlaments. Ich vermute das. Ich habe auch eine ungefähre Vorstellung, was wir heute Abend der Hessenschau und morgen der Zeitung sehen und lesen. Aber dann lasst uns wenigstens diesen Tagesordnungspunkt mit Würde und Anstand und mit demokratischer Fairness zu Ende bringen. Und dann können wir meinetwegen auch im Ältestenausschuss zusammentreten, um uns noch einmal zu streiten. Aber dieses Ausgleichsgesetz, das sollte doch jetzt zu Ende gebracht werden. Vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Kollege Rudolph hat sich gemeldet. Ist ja ganz nett, Herr Präsident, Herr Kollege Bellino, ist ja ganz nett, dass das immer nur eine Einbahnstraße ist. Hier brennt die Hütte bei dem Thema Impfen. Und dann erdreistet sich die Opposition zu sagen, dass das heute Abend, nicht jetzt, heute Abend darüber diskutiert wird. Und dann spielen Sie die übliche Salamitaktik. Und hören Sie bitte auf, rumzujammern. Sie treten Oppositionsrechte, wo es geht. Nein, wir bleiben dabei. Wir beantragen eine Sitzung des Ältestenrats. Herr Kollege Rudolph, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also ich möchte Ihnen schon vorschlagen, dass wir die Haushaltsberatung zu Ende bringen und dass wir uns im Anschluss an die Haushaltsberatung im Ältestenrat zusammensetzen. Können wir uns darauf vereinbaren? Sie wollen unbedingt jetzt eine Sitzungsunterbrechung haben. Gut, dann müssen wir jetzt eine Sitzungsunterbrechung machen. Ich will aber hier auch noch eins einfügen. Ich hatte etwas dünnhäutig reagiert auf einen Einwurf von Frau Kollegin Wissler. Ich entschuldige mich, das war zu dünnhäutig. Das haben wir untereinander geregelt. Also insoweit wollen wir wenigstens in dem Punkt miteinander friedlich bleiben. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür. Wir werden jetzt unterbrechen, treffen uns in Raum 501a und führen eine Sitzung des Ältestenrates durch.